Und jetzt mache ich mir noch einen Filzzuschnitt. So, Schleifpad und jetzt geht's los. Die wollen wir dann auf den kleinen Leisten, die wir jetzt da ankleben, festschrauben. Dann schauen wir mal, ob das so hält. Sieht das halt bombig. Wir hatten uns für die andere Seite schon mal eine Schablone angefertigt und können ja alles ordentlich festschrauben. Guten Morgen, heute hört ihr mal was von mir. Und zwar, Stefan hat gestern auch Fußboden fertig gemacht, wieder reingelegt. Somit kann ich jetzt auch wieder mitwerkeln. Ich versuche halt mal die Hecktüren zu filzen. Ich probiere es erstmal mit einer. Bin noch am Überlegen, mit welcher ich anfange, weil an der rechten Tür ist ja der Gummi fest. Und da habe ich mir jetzt hier die Kanten mit einem Stift angezeichnet, wo der Gummi anliegt, weil der Filz ja nur bis an den Gummi rangehen kann. Ansonsten wird es an der Stelle, wo der Gummi aufliegt, wird es dann undicht, wenn dort auch noch der Filz drunter ist. Das habe ich mir jetzt mit, ich sage mal, einem Magic Marker, Stefan hat da so einen zauberhaften Stift, den können wir euch ja dann mal verlinken, habe ich mir das angezeichnet und jetzt mache ich mir noch einen Filzzuschnitt. Da mache ich lieber ein bisschen mehr Maß, weil wir haben ja hier auch noch die Vertiefungen. Und da habe ich jetzt zweimal einen Meter, werde ich mir jetzt zuschneiden. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt für den Sprühkleber. Wir haben heute, glaube ich, nur 8 Grad draußen. Aber, tja, wir haben November. Wärmer wird es wohl wahrscheinlich nicht mehr. Ja, und dann versuche ich mal mein Glück und nehme euch mit. Ja, bis dann. So, ich habe mir jetzt hier mal den Filz ausgebreitet. Beziehungsweise habe ich mir schon einmal umgeschlagen, um es besser abzumessen. Der ist 2 Meter lang. Schneide ich auf 1 Meter Breite zu. Gekauft haben wir den bei Busvorfahren. Genau. Die Farbe ist ein Anthrazit. Haben wir gedacht, passt am besten bei uns rein, weil wir noch die Sperrholzplatten draufsetzen. Die haben wir gebeizt. Und da denke ich, hebt sich das schön ab. So, den Filz habe ich zugeschnitten. Jetzt habe ich mir mal den Stift geholt, um den euch zu zeigen. Das ist dieser hier. Und zwar nennt sich der Pika. Pika Dry Long Life Automatic Pencil. Der hat hier vorne gleich wie ein Spitzer dran. Wie so ein normaler Bleistift. Die Mine sieht aus wie eine Bleistiftmine. Aber das Schöne ist, egal auf welchen Untergrund man zeichnet, man kann den Stift immer sehen. So. Und jetzt habe ich die Türen nochmal komplett geschlossen und jetzt zeichne ich mir hier mit dem Stift nochmal an, bis wohin ich den Filz verkleben kann und wo die Gummidichtung anfängt. Jetzt werde ich die blanke Stahlflächen nochmal entfetten und vorher tue ich sie aber nochmal ein kleines bisschen anschleifen, weil als ich die Sitzkonsolen gefilzt habe, habe ich gemerkt, dort wo es angeschliffen war und danach entfettet war, hielt der Kleber viel besser. So, Schleifpad und jetzt geht's los. So, ich habe es geschafft.
der Filz ist komplett verklebt und jetzt kommen hier unten unsere Sperrholzplatte wieder drauf. Jetzt habe ich natürlich die Nietmuttern, die wir gesetzt haben ins Stahl, die habe ich jetzt mit dem Filz verdeckt. Und um die wiederzufinden, habe ich mir das Stück Sperrholz genommen und habe die Löcher hinten mit Kreide schön angemarkert und habe es dann hier gegen den Filz gedrückt, wo es hingehört. Und somit hat es mit den Kreide Pünktchen gemacht und da weiß ich jetzt, wo die Schrauben sind. Und die, also wo die Nietmuttern sind, und die habe ich jetzt freigeschnitten. Da waren halt diese Kreidepunkte. Und genauso schneide ich jetzt hier in der Mitte noch den Ausschnitt aus. Hier ist ja der Türöffner drin. Genau. Und das mache ich jetzt und dann sind wir eigentlich mit der Tür schon fertig. Hier oben, wie ihr seht, habe ich es auch so gemacht. Und da habe ich die Platte dann schon eingesetzt. Ich denke mal, sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir neuen Filz bestellen. Jetzt wissen wir, wie viel wir noch, oder beziehungsweise müssen wir jetzt noch ein bisschen ausrechnen, wie viel wir noch für das restliche Auto brauchen. Und ob wir alles weitere auch in dem dunklen Anthrazit filzen. Also die andere Tür natürlich auch. Und da geht es dann weiter, sobald die neue Bestellung da ist. Bis dahin, ciao! Für unsere Wandverkleidung im Bett haben wir uns noch was überlegt. Und zwar habe ich aus den Resten von unserem Fußboden, also aus den Siebdruckplatten, habe ich hier solche 15 mm Streifen geschnitten. Und wir wollen die jetzt hier ringsrum ankleben. Also hier, ich habe jetzt schon mal unten und oben zugeschnitten. Da kommt noch rechts und links und darauf, wartet, muss ich mal schnell holen, da haben wir aus 4 mm Sperrholz, jetzt fährt natürlich das Müllauto lang, brauchen wir mal kurz, dass die hier weg sind, da haben wir aus 4 mm Sperrholz, das ist übrigens Albasia, wir haben kein Pappelsperrholz, ist noch ein Ticken leichter als Pappe, haben wir uns hier so eine Seite angefertigt, die hier reinpasst und die wollen wir dann auf den kleinen Leisten, die wir jetzt da ankleben, festschrauben. Der Hintergrund ist eigentlich der, wir können natürlich auch das Filz direkt aufs Armaflex kleben. Wir haben auch bewusst hier nur 9 mm geklebt, damit das nicht so weit aufbaut, weil es ja von unserer Bettlänge sonst verloren geht. Der Hintergrund ist, dass man ja hier diese Versteifung hat, dass das Blech nicht so flattert und wo die Außenhaut quasi angeklebt ist. Und man sieht das natürlich hier. Und das will ich irgendwie nicht, dass im Bettbereich das so sichtbar ist. Und mit der Platte haben wir die Chance, das richtig glatt zu machen. Und deswegen soll die hier noch drüber. Die kommt so rein. Und über das Ganze kommt dann Filz drüber. Genau. Also ich schneide mir jetzt mal meine Streifen zurecht, klebe die an. Und ja, dann wird das Ganze erstmal trocknen müssen. Krasse Konstruktion. Also, ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen, gerade in dem Zeitraffer. Ich habe die kleinen Stücken hier um die Kurven noch mitgeschnitten und mit eingeklebt. Dann die langen Stückchen. Und mit dieser Konstruktion hier, also wir haben hier zwei so eine Deckenstützen sind das, hier quer rüber gespannt. Das habe ich jetzt bloß noch hingemacht zur Abstützung, dass es nicht nach unten rutschen kann. Mal sehen, ob das funktioniert hier auf dem Kanister. Und genau, die Hölzer hier von oben nach unten und quer rüber, damit ich da alle gegendrücken kann.
Und so bleibt das Ganze jetzt übers Wochenende, kann trocknen und dann schauen wir mal, ob das so hält und ob der Plan aufgeht. Auf jeden Fall sieht man jetzt schon, dass die Holzplatte hier richtig schön anliegt ringsrum. Und ich denke, das wird funktionieren. Das wäre natürlich supi. Wieder eine kleine Baustelle erledigt. Kuckuck. Oh, ihr seid ja immer noch da. Habt ihr fein aufgepasst übers Wochenende, dass alles steht? Sieht gut aus. Dann werden wir unsere Konstruktion hier mal abbauen. Nach Ankunft der neuen Filzbestellung wurde gesprüht, geklebt, geschnitten und gefilzt, was das Zeug hält. Die Schiebetür, die zweite Hecktür und die beiden hinteren Seiten. Somit konnten wir an der Schiebetür und hinten rechts auch die Fensterrahmen mit Insektenschutz und Verdunklung anbringen. Danach begannen wir mit der Verkleidung der Seitenwände. Hier haben wir entsprechende Sperrholzplatten zugesägt und mit notwendigen Löchern und Ausschnitten versehen. Ja, wir sind gerade voll dabei, unsere Wände zu verkleiden und wir haben hier 4 mm Sperrholz, das ist Albasia besorgt. Das sind Platten, die haben eine Größe von 2,50 m x 1,22 m und die sägen wir uns jetzt hier einfach so zurecht, dass die Wände zu sind, außer an den Stellen wie jetzt hier am Fenster, das ist schon gefilzt und das wird dann auch sichtbar sein, so die Fläche. Klar, man muss ja hier an das Rollo rankommen. Und wir bauen auch nicht noch einen separaten Rahmen hier drum. Ja, das Schöne, wie man jetzt hier sieht, wir haben die Platte quasi quer genommen und die 1,22 passen genau bis zur Hälfte unserer unteren Leisten, die wir hier angebracht hatten. Das ist übrigens jetzt das Schöne, diese ganzen Querleisten, die wir hier haben. Ich kann jetzt hier einfach mit kleinen Holzschrauben diese Platten befestigen und schraub quasi durch die Sperrholzplatte in die Multiplex-Leiste rein und habe da jetzt quasi den Vorteil, dass das relativ fix geht. Also wir haben uns von den Leisten vorher, bevor wir die verkleidet haben, mal auf dem Blatt Papier eine kleine Skizze gemacht und wo die Befestigungspunkte drunter von den Leisten sind, haben wir uns mal markiert, in welchem Abstand, dass wenn wir dann die Hängeschränke anbringen, dass wir dann das nachmessen können und nicht genau an den Punkten, wo die Leisten befestigt sind, wir dann durchschrauben. Genauso können wir das umgehen. Ja, hier noch eine Besonderheit. Hier kommen ja unsere Bedienteile hin. Hier kommt von der Truma-Heizung das Bedienteil hin. Hier kommt die Wutronic-Bedienung hin, wo wir dann alles steuern, was ja, Tankfüllstände sind, Temperaturen, Batteriekapazitäten, Solar und so weiter. Dazu mehr im Elektronik-Video. Hier haben wir dahinter, deswegen sind hier auch so viele Schrauben. Das Filz ist hier nur angeklebt. Ja, das wird hier noch ordentlich gemacht. Hier haben wir dahinter eine 12 mm Sperrholzplatte gesetzt, damit wir hier ein bisschen Futter haben, um die Sachen zu befestigen. Hier kommen auch noch 2 Steckdosen mit hin. Und da können wir dann die Schutzdosen anbringen, die Steckdosen rahmen und können ja alles ordentlich festschrauben. Deswegen hängen jetzt hier auch gerade noch so viele Kabel rum.
das wird dann jetzt auch zeitnah verschwinden. Genau, die Platten an sich sind dann nicht mehr sichtbar. Die hier oben verschwindet hinter den Hängeschränken. Hier kommt quasi ein Fliesenspiegel nächstes Mal ran vom Küchenbereich. Wir sind immer noch nicht genau sicher, was wir da machen. Und hier oben wird das gefilzt, das ist ja hier Bettbereich. Da kommt so eine Abtrennung und da sind das zwei verschiedene Bereiche. Ja, und die Fläche hier, da ist ja auch unsere Sperrholzplatte drunter. Das hat wunderbar funktioniert mit dem Anschrauben an den kleinen Leisten. Und hier habe ich ja noch Kleber gemacht zum Kreuz. Also das ist halt bombig. Und das Schöne ist jetzt natürlich, dass das Filz hier eine richtig schöne Fläche hat. Und genau das Filz haben wir hier so ein bisschen drunter gezogen. Oben und auch hier unten geht das ja quasi bis unters Bett. Und das wird dann hier noch angepasst. Somit ist die Fläche schon fertig. Das hier oben, die Strebe, ist ein Teil vom Stockbett, von Kinderbetten. Und hier drüben haben wir das identisch gemacht. Allerdings muss man sagen, dass wir hier direkt aus Armaflex gefilzt haben. Und das, also wir können das nur empfehlen, das funktioniert so wunderbar. Das hält wie Sau. Und ja, am Ende sieht das richtig ordentlich und schick aus. So, als nächstes kommen jetzt die unteren Verkleidungen dran. Und da mache ich mich jetzt mal ran, die auch zuzusägen. Da müssen ja ein paar Sachen mehr ausgeschnitten werden. Hier zum Beispiel unten ist der Einfüllstutzen vom Frischwassertank. Da muss man dann noch zusätzlich ein paar Löcher machen. Genau, und da geht es jetzt weiter. Wir hatten uns für die andere Seite schon mal eine Schablone angefertigt. Spiegelverkehrt passt die natürlich auch hier. Und da habe ich hier hinten die Ausschnitte schon mal von den, immer hier von diesem Bügel von der Tür und dann hier oben von diesem Leiter. Und da kann ich das jetzt schon draußen auf meine Platte übertragen und habe schon mal die beiden Ausschnitte drin. Und dann muss ich mal weiterschauen. Jetzt hier der Radkasten beginnt, da schneide ich den Radkasten aus. Und dann muss ich noch drei Löcher machen. Genau. Immer hier für den Wasserschlauch, dann hier kommen die Kabel raus. Und da unten müssen wir noch einen Ausschnitt machen, auch für die Kabel. Es ist schon wieder relativ spät, schon der Stock dunkel. Ich habe die Platte fertig und die obere Reihe, habt ihr gerade gesehen, habe ich jetzt schon hier festgeschraubt. Ich mache jetzt noch ein paar Schrauben unten rein und hier über dem Radkasten. Und hier musste ich vorhin noch die zwei Schläuche anbringen. Hier außen ist ja unsere Wassersteckdose zum Frischwasser tanken. Und da ist jetzt einmal der dicke Schlauch hier, der Zulauf fürs Frischwasser. Und der kleine, dünne blaue hier ist der Überlauf. Genau. Und dann habe ich hier unten noch ein bisschen was ausgeschnitten, wo die Kabel aus dem Boden in die Seite reingehen. Und ansonsten bin ich ganz zufrieden, dass das jetzt hier so gut passt. Und genau, ich schraube das jetzt noch fest, dann ist heute Feierabend und morgen früh, da fehlt hier vorne noch ein paar Zentimeter, mache ich dann weiter und säge das dann zurecht und dann ist die Seite hier erstmal soweit zu. In dem Sinne, erstmal eine gute Nacht und bis gleich.